Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator 2. Mein Name ist Uwe und das hier ist Folge 431. Und scharfe Bemerker werden sicherlich bemerkt haben, dass wir nicht mehr in dem Scania sitzen, den wir uns das letzte Mal ausgesucht haben, sondern im neuen DAF XF. Das hat ganz einfach den Grund, weil ich ja natürlich mit den Mods wieder hin und her gespielt habe, die Tour weggesetzt worden ist, also die wurde dann sozusagen abgebrochen und dralala und hin und her. Jeder, der ein bisschen was mit Mods zu tun hatte und so, weiß wahrscheinlich, wie das aussieht und ich will da gar nicht so lange rum erklären. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine ganz andere Tour mit einem anderen LKW und ich finde, ist ein ganz interessantes Ding, denn wir haben bei diesem LKW natürlich ein paar Besonderheiten. Bevor wir aber auf die eingehen, möchte ich euch ganz, ganz kurz nur mal ganz kurz die Karte zeigen, was sich denn jetzt alles so ein bisschen getan hat. Ich habe ja in der letzten Folge euch meine Mods mal gezeigt. Wir werden übrigens heute mal eine etwas kleinere Tour fahren. Das ist jetzt nur für diese Folge halt eben, weil ich denke, ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal wieder schwafeln und erst in 2, 3, 4 oder vielleicht auch 15 Minuten wird es dann erstmal losgehen. So, auf jeden Fall. Wir sind ja das letzte Mal nach Bad Oeynhausen gefahren und dieses Mal werden wir dann von Bad Oeynhausen, zufälligerweise sogar wieder dieselbe Firma, nach Osnabrück fahren. Naja, wie dem auch sei, jetzt erstmal ganz, ganz kurz die Karte. Also, wir haben hier Deutschland ganz normal. Pro-Mods ist soweit relativ größtenteils unverändert. Natürlich mit der Russ-Map-Erweiterung hier. Und ja, was habe ich noch hinzugefügt? Middle East, Southern Region und die RO Extended, wo Rumänien und so weiter ausgebaut worden ist. Das zeige ich euch natürlich jetzt sofort. Und da haben wir es auch schon, mehr oder weniger. Hier haben wir Rumänien. Da ist Bukarest, die Hauptstadt von Rumänien. Konstanza direkt am Schwarzen Meer. Das Schwarze Meer ist übrigens das hier. Und ja, wir haben hier Teile der. Moment mal, das hier, genau, das hier ist jetzt die Türkei. Und ich habe ganz vergessen, wie viel bei der Türkei eigentlich dazugekommen ist. Irgendwie hatte ich nur das hier oben in Erinnerung. Das hier habe ich schon wieder komplett vergessen. Aber es geht ja sogar noch weiter hier runter. Ich weiß gar nicht mehr alles, was das hier alles ist. Ich glaube, eins von den beiden müsste. Moment, ist das hier. Georgien müsste eins sein, irgendeins müsste Syrien sein, glaube ich. Gottes Willen, ich habe absolut keinen Plan. Ich weiß nur, dass das hier der Suezkanal ist und das hier auch schon das Rote Meer. Was bedeutet, dass wir hier auf dieser Seite Ägypten haben und, naja, also eben Afrika und mit dem Land Ägypten, was ja direkt hier am Roten Meer ist. Moment, mir fällt gerade was ein. Mir fällt gerade was ein. Wo war das nochmal, die Übersicht? Bei den schnellen Aufträgen? War das? Ja, guck mal, hier sehen wir doch. Oh Mann, hier sind die Ländernamen mit dabei. Ja, Rumänien wurde ausgebaut. Die Ukraine ist jetzt vollständig komplett mit dabei. Moldau ist natürlich mit dabei. Das hier ist noch Russland, das Ganze hier. Was ich auch ganz interessant finde, ist, hier haben wir Estland, Lettland, Litauen. Und dieser kleine Teil hier, das ist auch noch Russland. Belarus, also Weißrussland, Russland. Und dann haben wir hier, okay, alles klar. Georgien war dann also doch hier weiter rüber. Türkei, dann haben wir hier Syrien, Irak und Jordanien natürlich. Israel ist auch nochmal mit dabei, Westjordanien oder Westjordanland, keine Ahnung. Und Ägypten, ja, wie ich gesagt habe, genau. Saudi auch, boah, das habe ich voll vergessen. Da haben wir tatsächlich eine Stadt in Saudi-Arabien mit dabei. Das ist ja mal voll interessant. Also ich habe wirklich komplett vergessen, was hier schon alles mit dabei ist. Wirklich, das mit der Türkei begeistert mich jetzt gerade ein bisschen, weil ich irgendwie echt nur diesen Zipfel hier in Erinnerung hatte. Aber okay, jetzt ist das mit dabei. Griechenland, Albanien, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien. Ja, ist alles mit dabei. Richtig, richtig schön geworden, ne? Also ich finde es absolut genial, was die Leute da von Promods und was die Leute drauf haben, die auch noch diese Add-ons mit dazu bringen. Ich weiß jetzt nicht, ob das genau dieselben Leute sind von ProMods. Ich denke mal, das sind eigenständige Leute, die diese Maps einfach erweitern und dann ProMods halt das Ganze zur Verfügung stellen und weil, keine Ahnung, ich blick da teilweise nicht durch. Spitzbergen haben wir mit dabei. Natürlich mein heißgeliebtes Island noch irgendwie, Färöer Inseln, alles schön. Das ist so geil. Ich freue mich schon richtig, richtig drauf, überall rumzukommen. Naja, wie dem auch sei, ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon wieder gequatscht habe, aber kümmern wir uns doch mal um unsere heutige Tour und mit diesem LKW, den wir fahren werden.
Pardon. Wir gucken uns das mal etwas genauer an. So, wir haben ein DAF XF aus 2021 4x2 Fahrwerk. Das XG Plus Fahrerhaus. Ich denke mal, das hat so ein bisschen was mit Ausstattung zu tun. Darauf kommen wir gleich aber nochmal genau. Wir haben 530 PS und ein Getriebe mit 12 Gängen und einem Retarder. Das ist wunderbar. Fassungsvermögen von knapp 1500 Litern. Und wir haben 2550 Newtonmeter bei 900 Umdrehungen und 2700 Newtonmeter bei 1400 Umdrehungen. Wenn ich das Richtige verstehe, oder warum ich das hier so? Ich kann mich auch daran erinnern vom... Das ist ja auch schon ein paar Jahre her, dass man irgendwie auch mal einen Power-Modus oder sowas hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob das was damit zu tun hat. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber ist ja auch relativ uninteressant, würde ich jetzt mal sagen. Wir fahren... Karton haben wir geladen von Bad Oeynhausen nach Osnabrück, das habe ich schon gesagt. Und ja, von gerade mal eine Vergütung von knapp 1000 Euro, ist also nicht allzu viel, aber ist auch nicht so wichtig. Was haben wir Besonderes an diesem LKW? Was direkt mal ins Auge fällt, ist auf jeden Fall, dass wir keine Außenspiegel mehr haben. Denn dieser LKW hat Rückfahrkameras im Prinzip, so wie bei dem neuen Arctros MP5 oder New Arctros oder wie auch immer der jetzt heißen mag. Wir haben bei dem aber auch noch einen Totwinkelspiegel. Jetzt hätte ich fast Spiegel gesagt, ne? Eine Totwinkelkamera. Was auch ganz lustig ist, dass wir hier in dieser Tür nochmal eine eingelassene Scheibe haben, um einfach noch einen besseren Blick eben in diesen Bereich des toten Winkels zu haben. Das zeige ich euch jetzt gleich mal. Also hier könnte man theoretisch gucken, wenn wir an der Straßenkreuzung stehen, rechts von uns ein Fahrradweg oder wie auch immer, da steht ein Fahrradfahrer, dann haben wir damit eine bessere Möglichkeit, das Ding zu sehen. Sieht so natürlich ein bisschen porthässlich aus, ne? Aber die Army-Trucks machen das immer noch so, soviel ich weiß. Die sind ja schon echt lange dabei, ne? Ich meine auch, ältere europäische LKWs hatten das gehabt, aber die Amis, die sind eigentlich durchgängig, dass die das immer so haben. Also kommt natürlich darauf an, ob das mit dazu bestellt wird oder halt nicht, aber ich denke mal, die Amis, was das angeht, sind da immer groß mit dabei bei diesen Dingern. Ich sehe jetzt auch gerade, hinter dem Beifahrersitz ist nochmal ein Subwoofer angebracht. Beifahrersitz ist übrigens hochgeklappt. So an sich ist die Ausstattung nicht schlecht, ne? Wir haben hier nochmal Vorhänge. Da hinten etwas weiter rechts sind nochmal ein paar Bedienelemente, um ne, Licht an auszumachen, wahrscheinlich vielleicht sogar Fenster ausmachen. Im Arctros gibt es da hinten sogar einen Knopf, um nochmal die Kameras anzuschalten, damit man in der Nacht, falls es mal nötig ist, so ein bisschen in die Displays gucken kann, also sozusagen in die Spiegel. Auch wenn die Vorhänge zugezogen sind im Prinzip, kann man sozusagen immer noch nach außen gucken. Und das hier sind also die Displays. Unser Spiegelersatz funktioniert soweit, denke ich, ganz gut. Ich hoffe auch hier im Spiel. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Doch, ich glaube, den neuen Arctros bin ich mal im Spiel gefahren. Aber ich glaube, den neuen DAF noch nicht. Aber guck mal einfach mal, wie das ganze Ding sich fahren lässt. Und ich bin mal gespannt. Also, ich habe gesagt, wir werden Karton transportieren. 17 Tonnen haben wir davon. Und bringen das Ganze dann nach Osnabrück. Wir werden uns jetzt natürlich auch nochmal ganz, ganz kurz die Karte angucken. Oh Mann, ich habe meine Tastenbelegung ein bisschen umgestellt. Da muss ich mich jetzt noch ein bisschen dran gewöhnen. Also, wir haben schon gesehen, das ist keine besonders lange Tour. Wir haben nur eine Streckenlänge von 45 Kilometer. Wir werden hier aus Bad Oeynhausen mal eben geschwind rausfahren. Ganz, ganz kurz auf die Autobahn, auf die 30, so wie es aussieht. Dann die nächste gleich wieder runter und ab zu DB Schenker das Ding abladen. Mal gucken, was das hier für ein Fragezeichen ist. Ich gehe mal davon aus, das wird eine Agentur für Arbeit sein. Und schauen wir uns das Ganze mal an. Ich will jetzt erstmal zum Reinkommen. Habe ich mir gedacht, eine ganz kurze Tour wird es jetzt vielleicht auch mal tun. Es wird gleich wieder dunkel. Ich habe die Müdigkeitssimulation übrigens ausgemacht. So, und da sehen wir auch schon das Ganze, wie das mit den Spiegeln aussieht. Klingt irgendwie fast wie ein Bus. Ja, so fast, ne? Das Navi ist ganz schön groß, ey. hier sehen wir nochmal den Spiegel, beziehungsweise halt eben die Kamera für... Ah, okay, das ist also doch nicht... Doch, es ist schon Totwinkel, aber es ersetzt auch so ein bisschen den Rampenspiegel, habe ich das Gefühl. Also, ja, wenn man den jetzt natürlich noch ein bisschen anders einstellt oder so, könnte man das Ganze mit ersetzen. Und ja, soweit sehen die Displays eigentlich ganz gut aus. Haben hier ein ETS 2 fast eine bessere Qualität wie die Dinger in echt. Also die vom Mercedes sind, also zumindest die ich gefahren, ja, der Mercedes, ja, ist auch schon ein bisschen älter. Ich denke mal so 3 Jahre hat er vielleicht.
oder 2,5, ich bin mir nicht mehr sicher. Und da ist die Qualität von den Displays nicht ganz so geil. Die sind so ein bisschen verpixelt in der Nacht. Und wenn es regnet, aber da wollen wir gar nicht mit anfangen, wie das Ganze dann aussieht. Und ja, dann fahren wir mal mit dem DAF. Wir haben hier übrigens einen ganz normalen Planauflieger mit 3 Achsen. Ansonsten gibt es an dem eigentlich nichts Besonderes zu sagen, außer dass da Hamburger Papiererzeugung Hamburg draufsteht. Papiererzeugung W. Hamburg AG. Alles klar. Ja, siehst du, schon wieder falsche Taste gedrückt. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Habe ich irgendwas vergessen? Weiß ich nicht mehr. Fahren wir jetzt erstmal los. Gucken wir mal, wie weit wir heute kommen. Ich habe gedacht, ich nehme heute wieder 1-2 Folgen auf so. Und ja, mal schauen, wie das Ganze heute läuft. So, ich habe ein bisschen wenig Platz hier mit meinem Mikrofon und mit dem Lenkrad und allem drum und dran. Es ist alles so ein bisschen im Weg hier. Aber daran muss ich mich gewöhnen. Das wird schon irgendwie. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe, was ich noch irgendwie sagen wollte oder zeigen wollte oder wie auch immer. Und ich wette mit euch, es fällt mir spätestens dann wieder ein, wenn ich die Folge beende. Ah, der blinkt. Okay, dann fahren wir mal raus. Biegen Sie rechts ab. Jawohl, Lisa, das machen wir. So, gucken, dass die Reifen vom Auflieger natürlich nicht die Bordkante berühren. Das wäre so ein bisschen ekelhaft. Abbiegung rechts vor Ihnen. Biegen Sie so rechts ab. Vorfahrt gewähren. Oh, was ist mit der Bremse los? Ich glaube, ich habe vergessen, die Bremse etwas nachzukalibrieren noch. Abbiegung links vor Ihnen. Biegen Sie links ab. So, das Blöde ist gerade so ein bisschen, dass das Mikrofon so den unteren Teil von dem Bildschirm etwas verdeckt. Was jetzt nicht ganz so optimal ist. Ach, scheiße. Ja, ich sollte links bleiben. Alles klar. Wechseln wir natürlich wieder die Spur, ist doch ganz klar. Und ich weiß nicht, warum ich das Gefühl habe, aber ich habe das Gefühl, der Ingame-Sound ist etwas laut. Ich hoffe, dass das so passt. Ich habe natürlich ganz am Anfang wieder eine kleine Testaufnahme gemacht. Das mache ich jedes Mal, bevor ich anfange aufzunehmen, um einfach zu checken, ob Ingame-Sound und meine Stimme da ist. So, wir haben hier einen wundervollen Retarder. Da können wir hier auch abbremsen, ohne die Betriebsbremse zu benutzen. Sozusagen verschleißfrei. Und wir müssen ja diesmal nicht weit fahren. In der nächsten Folge werden wir dann natürlich ein bisschen weiterfahren. Es ist ja ganz klar. Das ist jetzt nur, dass ich mal ganz kurz wieder reinkomme. Und ich denke auch nach dieser Tour, ich kann gar nicht schlafen gehen, ne? Weil ich ja noch gar keinen eigenen LKW habe. So, wir sind jetzt in Niedersachsen. Wir waren ja noch in Nordrhein-Westfalen gerade eben. Mir fällt gerade ein, ich glaube, ich kann echt nicht schlafen gehen, ne? Dann nehmen Sie die Ausfahrt rechts. Weil ich eben keinen eigenen LKW habe. Das heißt, wir müssen tatsächlich, solange wir geliehene LKW fahren, müssen wir tatsächlich auch durch die Nacht fahren. Biegen Sie rechts ab. Ich glaube, da sollte ich dann auf jeden Fall meine Deckenleuchte ausmachen, weil sonst sehe ich hier nichts. Das reflektiert nämlich in dem Bildschirm schon ziemlich arg. Naja, wie dem auch sei. Das ist ja nichts, womit ihr zu kämpfen habt. Das ist dann ganz allein meine Sache. So. Ja, und schon sind wir in Osnabrück. In Osnabrück war ich in echt tatsächlich auch schon mal mit dem LKW. Und zwar bei Nestle. Oh, wir haben hier tatsächlich einen Volvo-Händler. Das ist natürlich wunderbar. Das ist natürlich wunderbar. Nicht schlecht. Bleiben Mann, Sie mir rechts, geht es nicht aus dem Kopf, biegen Sie rechts ab. Dass ich noch etwas sagen wollte oder euch zeigen wollte. Ich hab's echt voll biegen vergessen. Sie rechts ab. So ein Scheiß.
Naja, wie dem auch sei. Es ist natürlich wieder bullenheiß hier in der Wohnung. Deswegen, ich habe den Ventilator schon wieder laufen. Ich habe das Gefühl, ich überlebe es ohne Ventilator einfach nicht mehr. Obwohl dieses Haus jetzt nicht besonders alt ist, finde ich, ist es so gegen die Sommerhitze trotzdem nicht besonders gut isoliert irgendwie. Aber das ist bei Dachgeschosswohnungen eh immer so eine Sache. Abbiegung links vor Ihnen. Aber naja, wie dem auch sei. So, hier links haben wir auch schon die Firma. Biegen Sie links ab. Die Beschenker, die sind ja fast überall mit vertreten. Aber das letzte Mal, wo ich bei denen war, biegen Sie links das war tatsächlich, wo war das nochmal? Das war tatsächlich auf dem Flughafengelände Frankfurt. Erreicht. Also Frankfurt am Main, Cargo City Süd, glaube ich. Da haben die auch nochmal ein, wie soll ich sagen, ein Zentrallager. Zentrallager jetzt nicht, aber halt eben ein Lager zum, ne, ihr wisst schon, DB Schenker geht ja weltweit überall hin, alles so. So, wir parken natürlich für 90 EP. Ich glaube, im Laufe des Let's Plays werde ich da auch mal gucken, dass ich mal was, das andere, also das etwas einfachere auswähle. Einfach nur, dass wir nicht immer an dieselbe Rampe oder wie auch immer hinfahren, sondern dass da ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Ich wünschte ja, dass es dafür irgendwie einen Mod gibt oder geben würde, aber ich habe sowas nicht mehr gesehen, vor allem bei den etwas aktuelleren Versionen. Früher gab es das tatsächlich mal. Ich habe auch noch in Erinnerung, dass es sowas für die TSM-Map gab. So eine Erweiterung für, wie hieß das nochmal, irgendwie Difficult Parking for Pro-Players oder so ein Käse. Oh, Moment, jetzt muss ich erstmal mein Fenster aufmachen. Sonst kann ich nämlich hier nicht rausgucken. Scheiße, ist das laut. Ich mach mal eben meine Kopfhörer leiser. Ich hoffe, dass das jetzt in der Aufnahme natürlich nicht auch zu laut ist. Wenn doch, dann bitte verzeiht mir. Das muss ich mir gleich echt nochmal anhören. Das kommt mir so mega, mega laut vor. So, stellen wir aber natürlich erstmal den Auflieger hin. So, zack. Fenster zu. Feststellbremse rein, Licht aus, Zündung und dann können wir den LKW auch schon an den nächsten Fahrer abgeben. Wir werden uns dann natürlich für die nächste Folge wieder einen anderen raussuchen. Das mache ich aber offscreen, weil ich nicht will, dass das wieder irgendwie 10, 15 Minuten von der Folge wegnimmt. Und ja, wir haben Levelaufstieg. So, wir werden erstmal weitermachen mit der ADR und da sind wir jetzt in der Klasse 2 mit Gasen. Klasse 2.1, entflammbare Gase, zum Beispiel Acetylen oder Wasserstoff. Klasse 2.2, nicht entflammbare Gase, zum Beispiel kryogenische, also tiefkalte Gase und Flüssigkeiten wie Stickstoff oder Neon. Klasse 2.3, giftige Gase, die beim Einatmen den Tod oder ernsthafte Verletzungen zur Folge haben können. Beispielsweise sind Fluor, Chlor und Blausäure. Alles klar, sehr interessant. Achso, ja, schön. Das habe ich, glaube ich, vergessen. Wir hatten ja noch aus der letzten oder vorletzten Folge noch eine E-Mail, die ich euch noch nicht vorgelesen habe. Ich glaube, die zwei habe ich euch vorgelesen. Selbstständige Fahrer gesucht, und zwar kommt das doch aus der Firma Barbaras in Heilbronn. Sie sind an einer beruflichen Veränderung interessiert. Für eine große Zahl an Auslieferungen suchen wir fähige Fahrer mit eigenem LKW. Das haben wir leider noch nicht. Wir bieten überzeugende Frachtraten von bis zu 12.700 Euro pro Auftrag. Sollten Sie über ein eigenes Fahrzeug verfügen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Beladestation in Heilbronn. Barbaras Heilbronn. Ja super, Angebot, danke, vielen Dank, aber noch haben wir keine eigenen LKW. Das wird sich, glaube ich, auch noch ein bisschen ziehen, obwohl ich glaube, zwei oder drei Mods drin habe, wo der Kaufpreis relativ, wie soll ich sagen, relativ niedrig ist. Also ich glaube so an die knapp 30.000 Euro oder vielleicht 40.000, 50.000 Euro. Das ist ja für einen LKW hier in ETS 2 tatsächlich sehr, sehr günstig. Es sind aber halt ältere Fahrzeuge. Ich denke mal, die sind so billig reingemacht worden, weil halt, naja, die Fahrzeuge gibt es natürlich nicht mehr im Neuzustand. Ich denke mal, das wird dann halt mehr oder weniger so ein Gebrauchtpreis sein. Aber ja, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was wir uns als ersten LKW holen werden. Ich habe gedacht, vielleicht so wie in meinem Testprofil den DAF NTT, weil der echt irgendwie Bock macht. Und so als erster LKW, ja, keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Machen wir dann spontan. Gucken wir mal. So, das hier ist jetzt eine E-Mail von einer unserer Disponenten. Also tatsächlich haben wir anscheinend schon Angestellte. Hallo Chef. Cool, hi, servus. Ich bin jetzt schon Chef. Ist ja geil. Ich habe da etwas für Sie.
Ja, du kannst mir auch gerne duzen. Also ich bin da absolut pro. Das ist, macht mir nichts aus, ne? Dank unserer Verbindung sind wir jetzt in der glücklichen Lage, richtige Herausforderungen geboten zu bekommen. Einige spezielle, ziemlich große und schwere Frachten erfordern den Transport durch einen, der sein Fach wirklich versteht. So etwas ist kein Spaziergang, verlangt nach gewissen Fertigkeiten, aber auch eine besondere Sorgfalt. Jetzt komme ich mit der Zeile fast durcheinander. Sorgfalt, Geduld und die Zusammenarbeit mit Begleitfahrzeugen sind gefragt. Dass das erhöhte Risiko üppig vergütet wird, brauche ich wohl nicht zu erwähnen. Bei Interesse schauen Sie einfach mal in diesen Städten vorbei. Also Nizza, Frankreich, Košice in der Slowakei, Madrid, Spanien, Pleven in Bulgarien, Istanbul in der Türkei und ja, brauche ich jetzt wohl nicht alles vorlesen. Also, das hier ist die E-Mail für diese Schwertransport-DLC. Ich habe bis jetzt... Ich glaube, das Ganze nur zweimal gemacht. Ich glaube, im Let's Play vor 3 Jahren da noch nicht ein einziges Mal, obwohl ich, glaube ich, das DLC schon länger hatte oder so. Ich bin mir dann, oder, nee, es gibt ja noch ein Heavy Cargo DLC, das ist nochmal was anderes. Das ist ja nur für schwere Güter oder so, also nicht irgendwie mit Begleitfahrzeugen oder so. Ich glaube, im Let's Play haben wir das trotzdem noch nicht gemacht. Ob es damals schon draußen war, ich weiß es nicht mehr, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber cool, dass es jetzt mittlerweile dabei ist und, wie gesagt, mindestens ein, zweimal habe ich das, glaube ich, mal gemacht, so irgendwie, als ich mal alleine gespielt habe. Irgendwie und war schon cool. Ist interessant. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. So. War das mit der E-Mail tatsächlich, was ich euch zeigen wollte? Ich weiß es nicht mehr. Also wenn es mir nicht mehr einfällt, dann war es wohl nicht wichtig. Und wenn es doch wichtig war, dann bin ich halt einfach doof. Und ja, Leute, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und wie gesagt, in der nächsten Folge gibt es eine neue Tour. Die suche ich aber offscreen raus. Wie gesagt, ich will nicht noch mehr Zeit verplempern. Ich muss mich sowieso dran gewöhnen, dass ich nicht immer so viel rede und immer so schnell und so durcheinander und so. Ich weiß, das ist so ein Ding, das sagt ihr mir auch öfter mal in den Kommentaren und so. Das ist so ein Ding, da muss ich erstmal wieder reinsteigen und mich ein bisschen anpassen. Ich versuche es. Ich gebe mein Bestes. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja, lasst doch ein bisschen Feedback da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.